Ein weiteres Mal führt der Weg ins Ausland. Diesmal hat das Ghost Hunter Explorer Team eines der bekanntesten Schlösser in Rumänien in Fokus. Mit dem Flugzeug startet die Reise am 26. Mai, begleitet von einem TV-Team. Ein Vlad der Pfähler, Vlad Cepeș, war während seiner ersten Regierungszeit 1448 mit Bran und Brașov verbündet. Wegen der von ihm bevorzugten Hinrichtungsart, das Aufspießen von Menschen auf Pfählen, bekam er bald den Beinamen der Pfähler. In den Dörfern in der Nähe von Bran glaubt man an die Existenz böser Geister, die auch unter anderem Steregoi genannt werden. In der Vergangenheit beherbergten viele Personen das Schloss. Historiker glauben aber nicht, dass Vlad Cepeș jemals im Schloss inhaftiert war oder dort gewohnt hat. Wir sind gespannt, was uns im Schloss Bran, namentlich auch bekannt als Schloss Dracula, erwartet.